So, und noch einmal schönen guten Tag. Wir sind heute bei uns im Webinar, in unserem Online-Event mit Katharina zum Thema Advibe-Workshop zur Erstellung kreativer Deutschstunde. Und ich würde gerne gleich das Mikrofon weitergeben, weil es geht um so eine interessante Plattform, die Katharina uns vorstellt. Bitte, Katharina. Hallo, guten Abend, einen schönen guten Tag, liebe Nadja, liebe Kollegen, vielen Dank für diese Einladung. Es macht mir so eine große Freude, daran teilzunehmen und Sie hier begrüßen zu dürfen und meine Erfahrungen mitteilen zu können. Und ich hoffe, wir haben heute eine schöne, interessante Zusammenarbeit. So, heute sprechen wir, wie gesagt, über die Lernplattform Advibe. Das ist ein Workshop zur Erstellung kreativer Deutschstunden. Und hier ist ein kurzer Plan. Und zwar, was machen wir heute? Erstmal möchten wir uns ein bisschen kennenlernen. Dann sprechen wir eigentlich über Advibe, also eine kurze Übersicht. Wir sprechen auch über Preise, über Möglichkeiten, was man da machen kann. Und das alles machen wir nicht so wie eine Vorlesung, sondern wir machen alles praktisch. Also Sie werden selber ein Arbeitsblatt erstellen, zusammen mit mir. Wir machen das alles zusammen. Also wir helfen einander. Also bitte, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie welche Ideen haben oder egal was einfällt, dann bitte können Sie mich ruhig anfragen und ich beantworte gerne Ihre Fragen. So, ich heiße Ekaterina Morozova. Ekaterina ist die längere Form meines Namens. Also eigentlich können Sie mich einfach Katja nennen. Ich habe an der Staatlichen Universität St. Petersburg studiert. Da habe ich Bachelor und Master gemacht. Und ich habe auch ein bisschen an Uni Erfurt studiert. Und danach arbeitete ich meistens an deutschen Unternehmen, aber bin irgendwie irgendwann beim Deutschunterrichten gelandet und ich freue mich riesig darüber. So, jetzt leite ich meine eigene Sprachschule und ich blogge auch ein bisschen. Ich habe auch einen Kanal auf Telegram mit 10.000 Leser und so bin ich. Gehen wir dann gleich zu der Plattform. Also, Advibe. Duzen wir, siezen wir, was sagen Sie? Nach europäischer Art. Okay, also Sie können mich gerne duzen, also das ist absolut okay für mich. So, wir können das jetzt etwa zusammen öffnen und ich erkläre, was da gibt und wir sehen das zusammen und die Adresse heißt eigentlich advibe.com. Soll ich das auch tippen? Oh, warten Ja, Sie noch bitte. einmal vielleicht, aber. Ja. So, advibe.com, das brauchen wir. Und hier sehen wir eigentlich, was diese Plattform kann und für wen diese Plattform ist. So, die Plattform ist vor allem für Lehrer, für Lehrerinnen. Meistens natürlich für die Sprachlehrerinnen, aber nicht nur. Das heißt, die Mathematiklehrer können da auch ihren Unterricht gestalten. Da, also ich kenne viele Physiklehrer oder Chemielehrer, die auch an Advibe arbeiten. Und wenn wir schon über Sprachen sprechen, da gibt es da auch viele Möglichkeiten. Es gibt da ungefähr 140 Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeit, ein Arbeitsblatt oder ein Arbeitsmaterial für 140 Sprachen zu gestalten. Das finde ich eigentlich sehr schön. Und man kann den Unterricht sowohl für Gruppen als auch für individuelle Arbeit machen. Und es gibt auch verschiedene Formate. Es gibt auch also synchronen Unterricht und asynchronen Unterricht. Und es gibt auch Marathons. Aber das zeige ich Ihnen gleich. Auf Advibe gibt es ganz viele Vorlagen. Also hier ist alles dargestellt, also Bilder, Tests, Texte, Audios und Videos und Lückentexte. Also ich werde das nicht vorlesen, damit es interessanter ist, machen wir das alles zusammen ganz praktisch. Über Preise sprechen wir auch gleich und
Gutschein, dann wiederhole ich später schon im Nachhinein nach der Präsentation. So, öffnen wir die Plattform und jetzt habe ich eine kurze Frage. Also Sie können gerne im Chat antworten oder so hier. Hat jemand ein Account bei AdVibe? Wenn nicht, dann teile ich meinen Bildschirm, also ich teile die Steuerung meines Bildschirms. Und wenn ja, dann könnt ihr Ihren Account öffnen. So, sagt bitte Bescheid. Dann machen wir so. Ich denke, einige tatsächlich haben einen Account, ja. Und die das auch gleichzeitig machen können, die können dann auch Schritt für Schritt mit dir das machen. Diejenigen, die nicht haben, sehen auf dem Bildschirm, was Katharina macht, und sie gibt auch uns die Rechte, um auf dem Bildschirm etwas mitzumachen, okay? Ja, keinen. Mhm. Ja, Inge sagt, ich nicht. Ja, ich habe Johanna vermutet, ja. Mhm. Abgemacht. Ja. Okay, die meisten haben keinen. Ja, die meisten, keinen. Okay, das gut, dann Schritt für Schritt zeigen wir das, oder du? Ja, ja. So, ich schließe mal unser Chatgespräch. Also das ist etwa, das ist unsere Plattform. Was haben wir hier? So, erstmal, das ist unser Lehrplan. Wenn wir hier unsere Studenten hinzufügen, da haben wir... Wir sehen noch keinen Plan. Du hast das nicht geklickt auf andere Seite. Wir sind jetzt auf der Seite, was gibt es denn? Sie sehen die Präsentation. Das ist interessant. Du gehst es jetzt auf deine Seite, wo dein Plan steht, richtig? Ja, ja, und jetzt? Super. Ja, jetzt sehen wir AdVibe, die Seite von AdVibe. Und wir sind schon drin, richtig? Auf der Plattform. Mhm. Ja, wir sind schon drin. Also ich habe extra für unseren Workshop einen Account erstellt, damit alles so neu aussieht und damit wir alle Schritte zusammen gehen können. So, das ist unser Lehrplan. Wenn wir unsere Studenten hier einfügen, da sehen wir unseren Plan. Also Ivan hat Unterricht am Montag um 10 Uhr, Anastasia hat Unterricht am Mittwoch und so weiter. Das ist alles bequem und jeder Student bekommt vor dem Unterricht eine Reminder, dass in 30 Minuten sein Unterricht beginnt. Das ist auch bequem, damit der Student nicht vergisst, dass er eigentlich Unterricht hat. Und dann können wir auch Gruppenunterricht hier organisieren, wenn wir mehrere Studenten hinzugefügt haben, dann können wir eine Gruppe aus diesen Studenten organisieren. Also wir machen es hier so, also wir organisieren eine Klasse. Eigentlich leider gibt es hier nur, Interface nur auf Englisch, Polnisch, Spanisch, aber kein Deutsch. Deshalb benutzen wir hier Englisch. Also aber ich hoffe, wir schaffen das trotzdem. So, wir können hier einen Klassenunterricht erstellen, wie gesagt. Und wenn wir einen Unterricht beginnen, dann beginnt der Unterricht gleich für alle Teilnehmer dieser Klasse. Das machen wir eigentlich ganz, ganz leicht. Also wir kopieren hier den Link und wir schicken den Link unseren Studenten, die an unserem Unterricht teilnehmen, und die werden also bei der Plattform angemeldet. Also das alles ist eigentlich ganz, ganz leicht und intuitiv sozusagen. Es gab fast keine Schwierigkeiten bei diesem Prozess, muss ich so ehrlich sagen. Und aha, so ich prüfe auch manchmal Chatgespräch. Liebe Kolleginnen, ich wollte nur sagen, wenn ihr Fragen habt, einfach die Hand heben oder schreiben, weil ich kann mir vorstellen, wenn niemand hier noch auf der Plattform war, kann jetzt gleich nicht so schnell sagen, dass ich alles verstehe. Verstanden? Im Moment ist alles klar. Habt ihr verstanden? Ja, ja, okay. Vielen Dank. Darf ich fragen? Ja, gerne. So, vor unserem Gespräch habe ich versucht, ja, die AdVibe so aufzumachen, ja, und da habe ich russische Version. Ja, siehst du, du hast nicht gesagt, es gibt auch russische Version, natürlich, ja, auch. Ja, aber wir haben ausländische Kollegen. Richtig, wir haben Kolleginnen aus verschiedenen Ländern. Mhm.
Aber Sie haben nicht gesagt, dass, ja, alles klar. Es gibt hier also diese Einstellungen und wir können das hier alles wählen. Also Native Language habe ich German ausgewählt, aber das ist eigentlich Russisch. Also hier gibt es viele Möglichkeiten, aber hier beim Interface haben wir Englisch, Russisch, Polnisch, Ukrainisch und Spanisch. Leider noch kein Deutsch. Damit das für alle klar ist, habe ich Englisch ausgewählt. Also, obwohl es für mich ein bisschen jetzt tricky ist, denn meine erste Fremdsprache ist Deutsch und ich übersetze in meinem Kopf aus dem Deutschen ins Englische oder umgekehrt auch ein bisschen chaotisch, aber ich hoffe, wir schaffen das, wie gesagt, alles zusammen. So, haben wir Fragen hier zu diesem Schritt? Also Anmeldung und Einstellungen? Keine. Dann gehen wir weiter. So, wenn wir uns bei dieser Plattform angemeldet haben, dann haben wir eine Testphase von 7 Tagen. Das heißt, innerhalb von diesen 7 Tagen können wir diese Plattform kostenlos testen und verstehen, ob das uns gefällt oder ob das uns nicht gefällt. Und wenn wir sagen, okay, ich arbeite dann weiter mit dieser Plattform, dann muss ich für diese Plattform zahlen. Welche Preise haben wir hier? Also mindestens kostet die Plattform 6 Dollar, das heißt ungefähr 5,40 Euro pro Monat für 2 Studenten. Das heißt, wenn wir mehr als 2 Studenten haben im Monat, dann sehen wir den Preis 12 Dollar, das heißt ungefähr 11 Euro und so weiter. Natürlich, wenn wir ein Abonnement für ein Jahr kaufen, dann kostet einen Monat schon 9 Euro, also ein bisschen billiger, als wenn wir nur einen Monat kaufen. Und natürlich gibt es hier einen Trick. Wenn Sie immer noch nicht sicher sind, ob Sie die Plattform benutzen möchten, dann kann man das nicht abonnieren, aber man kann also den Bildschirm einfach teilen. Also das funktioniert nur teilweise, nicht super, aber das ist auch eine Möglichkeit. Also ich muss auch über diese Möglichkeit erzählen. Aber ich benutze dann das Abonnement für das ganze Jahr. Das ist bequem für mich, das ist bequem für meine Studenten und ich fühle mich dann ruhig. Und da ich mit dieser Plattform seit 2 Jahren arbeite, also habe ich schon gedacht, okay, ich arbeite dann hier. Aber es gibt auch Lehrer, die sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es mein Lieblings- und mein Hauptinstrument ist. Deshalb teile ich lieber meinen Bildschirm, wie wir das jetzt heute machen werden, und ich bleibe dann dabei. Das ist auch eine Option. So, gibt es Fragen zu dem Teil? Müssen alle Teilnehmer auch angemeldet sein auf der Plattform? Alle Teilnehmer, alle Studenten von ja. dir? Ja, natürlich. Für Studenten ist die Plattform kostenlos natürlich. Also sie zahlen für die Plattform nicht. Nee, für sie ist kostenlos. Aber wenn der Monat, der erste Monat schon aus ist und wir unser Konto nicht verlängert haben. Nicht verlängert haben, danke. Dann bekommt der Student eine E-Mail, dass der Zugang gesperrt ist. Ja, also so einfach ist es nicht. Also die Entwickler haben daran auch natürlich gedacht. Deswegen schauen wir die Vorteile der Plattform, bevor wir etwas investieren. Und Katja zeigt uns. Ja, genau. So, hier sind unsere Arbeitsblätter, hier sind unsere Lehrstoff, unsere Materialien. Es gibt hier viele Sachen für Englischlehrer. Ich bin immer wieder neidisch auf die Englischlehrer. Sie haben immer wieder viele Sachen natürlich hier. Aber wenn ich hier etwas eintippe, zum Beispiel Deutsch, da finde ich nicht viel. Eigentlich mehr als vor 2 oder vor 3 Jahren. Als du gedacht hast. Mehr ja. als ich gedacht habe und mehr als es vorher wirklich war, stimmt. So, aber diese Materialien sind auch nicht kostenlos. Also sie wurden von jemandem gemacht, sie wurden von jemandem erstellt und der Autor möchte dafür natürlich Geld bekommen. So, das, also von dieser Seite ist die Plattform auch eine Geldquelle sozusagen.
Damit kann man auch verdienen, wenn man seine Arbeitsblätter verkauft. Ja, das ist auch eine gute Sache, finde ich. So, Chat. Muss man für Materials extra bezahlen? Gerade darüber sage ich, also wenn man etwas von Adverb kaufen möchte, also nicht von Adverb, aber von anderen Autoren, ja, dafür muss man zahlen. Wenn man aber die Materialien oder den Lehrstoff selbst erstellt, dafür zahlt man natürlich nicht. Ist es nicht im Abo? Nein, das ist im Abo leider nicht inbegriffen. Ich habe mit Support, also mit technischer Unterstützung gesprochen, ob es vielleicht möglich wäre, auch so viele Deutschlehrbücher hier zu haben, wie es mit Englischem ist. Und die haben gesagt, momentan, es ist noch nicht möglich. Leider. Vielleicht Urheberrechte oder sowas, Richtig, aber ja. momentan ist es noch nicht möglich. Deshalb erstellen die Lehrer ihre Arbeitsblätter selbst. Aber gute Sache ist, dass man ein Arbeitsblatt nur einmalig erstellen muss und dann es immer wieder wiederholt benutzen kann. Denn es gibt diese automatische Überprüfung, aber darüber sprechen wir gerade. So, hier. Unsere Arbeitsblätter, also das wollte ich auch zeigen. Das sind meine Arbeitsblätter, die ich mit meiner Mannschaft erstellt habe und die ich im Unterricht gerne benutze. So kann es zum Beispiel aussehen. Und das machen wir auch mit ihnen zusammen, so etwa in dieser Richtung. Das kann so sein, das kann anders sein, das kann unterschiedlich sein. Und wir sehen das alles jetzt. Das wollte ich Ihnen nur vorzeigen. Die Frage von Ingeborg, kann man seine eigenen Arbeitsblätter reinstellen und verkaufen? Ja, Ja. das kann man machen. Ja, das kann man machen. Und das sehen wir hier. Also wir haben das im Katalog gesehen. Wie gesagt, so einfach eintippen Deutsch und ja, also Das Deutschland heißt, als das ist Sprache. schon gemachtes Lehrwerk oder die Sammlung von Lehrmaterialien. Und wenn Genau. ich das für 29 kaufe, habe ich für ein Jahr für Studenten. Das ist genauso wie digitale Lehrwerke bei Klett Verlag oder Langenscheid. Zum Beispiel, Aber ja. richtig, Katja und liebe Kolleginnen, man muss wissen, ob das lohnt sich, das zu kaufen. Und immer gibt es kostenlose Probe, richtig? Einige Seiten Ja. sind zum Sehen. Ja. Also wir können das zum Beispiel Ja, hier, bezahlen. no, no, no. Also hier gibt es ein Muster. Das können Richtig. wir sehen, wie das aussieht. Also diskutieren Sie. Da, da, da. Naja, ob es gut ist oder ob es nicht gut ist, das entscheidet sich selber für sich selber. Hier sind verschiedene Abschnitte. Ja, sieht schön aus und okay. Wenn das uns gefällt, dann können wir das einfach kaufen. Das funktioniert sowohl mit ausländischen Karten als auch mit russischen Karten. Also hier gibt es keine Probleme, keine Schwierigkeiten. Ja, und Gutschein funktioniert hier nicht. Nee, Gutschein funktioniert nur bei diesem Abonnement, also für Jahresabonnement für die Benutzung der Plattform. Können alle deinen Gutschein, das heißt 10 Teilnehmer haben wir in der Gruppe, Ja, können die, ja. ja, und was kostet der Gutschein? Also der Gutschein, das ist für 4 € so ungefähr. Also wenn wir über Rubel sprechen, dann sind das 300 Rubel. Wenn Okay. wir in Euro zahlen, dann heißt es 4 € so etwa. Ja. So, dann zu unserem Arbeitsblatt eigentlich. Das wollte ich. Endlich. So, wir erstellen unseren Arbeitsblatt. Damit wir den Arbeitsblatt nicht ausdenken müssen, habe ich die Materialien schon vorbereitet. Natürlich ist alles diskutierbar, aber einfach, um zu verstehen, wie das ist und keine Zeit für Ausdenken zu verlieren, habe es so ein bisschen vorbereitet. So, aber trotzdem möchte ich. Kann man mit Euro zahlen? Ja, natürlich möchte ich, dass jemand die Steuerung meines Bildschirms übernimmt und
selbst alles macht. Vielleicht nicht alles, aber schrittweise. Und so, wir können das so machen, dass jeder das versucht. Aber anfangen. Wer möchte? Wer möchte klicken? Ja, wer möchte klicken? Und du gibst die Rechte. Aber die Materialien sind doch bei dir. Zum Beispiel die Cover. Die Materialien sind bei mir. Ja, und woher sollen denn wir wissen, wo klicken wir bei dir? Ich zeige alles. Ah, du alles. Sagst. Okay. Ich sage alles. Gut. Also sie zeigt alles. Alles. Tanja, möchtest du klicken? Tatjana? Ja? Oder nein? Nein, Nadja, ich schaue mal. Du hast Angst. Okay, wer möchte klicken? Bei, man bei kann Katja. Hier nichts verderben. Alles ja, okay. Sie hat alles vorbereitet. Ja, keine Angst, liebe Kolleginnen. Ich kann's. Okay, das war Anastasia. Du gibst ja, dir ja, die Rechte an. Anastasia, hallo. So, dann. Nadja, ich ah ja, habe... stopp, stopp. Ich habe dir die Rechte gegeben, dann muss ich wahrscheinlich dir die Co-Host-Rechte gegeben und dann gebe ich dir Host. Ja, kein Problem. Aber ich habe die Taste nicht. Jetzt bist du Host, probiere bitte. Gut, wir geben Anastasia die Rechte. Siehst du, das haben wir nicht getestet beim Stopp, die Teilnehmer. Das sind die Teilnehmer und wir wollen, sie soll bei dir klicken. Du hast die Hostrechte und du findest nicht die Taste. Das ist oben Fernbedienung. Bei dir ist das auf Deutsch, oder? Nee, bei mir ist es auf Russisch. Okay, gut. Katja, zeig bitte selbst, dann werden wir nicht die Zeit verlieren. Ja. Mhm. Wenn, es geht um technische Fragen, liebe Anastasia, deswegen. Kein Problem. Ja, ja. Ich komme ja gerne an. Kein Problem. Richtig. Katja, zeige bitte, wie du so das machst. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, siehst du? Man muss alles vor dem Testen mit den Kolleginnen, aber wir haben dann nur... Nee, bei mir gibt es diese Taste nicht. So. Nee, Jetzt habe ich dir die Rechte gegeben und ich bin jetzt ein einfacher. So eine, doch. Anastasia, ja? Ja, Fernbedienung, Rechte geben. Hast du? Funktioniert das? Ich denke schon. Super. Ja, ach, ich freue mich. Super. Gut. So. Hm. Oh, was soll ich machen? So, wir müssen unseren Arbeitsblatt irgendwie benennen. Und das Thema von unserem Arbeitsplatz ist Oktoberfest. Also man muss es einfach tippen. So etwa wie Oktoberfest. Mhm. Geschafft. Dann, so Cover. So tippe ich hier einfach so und wir können ein Bild wählen, also egal. Welches Bild nehmen wir? Dieses? Ich kann noch nichts sehen, also ich kann keine Bilder noch sehen. Machen wir das. Ah ja, jetzt kann ich. Aha. Aha. Okay. Ja, nehmen wir vielleicht. Die Zentrale. Aha. Okay, ohne O, ohne T, aber egal, ja, im Moment. Jetzt, ja, also, so wichtig ist es momentan gar nicht. Also wir können hier eine Beschreibung machen, also für wen es ist. Für Beschreibung Niveaus. Zum Thema oder schon zu egal, der eigentlich Aufgabe? Egal, nee, eigentlich nur zum Arbeitsblatt. Okay. Super. Mhm. Sprache, ja, wählen wir hier die Sprache. German. Ja. Und Sections, hier sind die Abschnitte, brauchen wir nicht momentan, okay. Aber wenn wir
mehrere Unterrichtsstunden machen. Und man kann diese Lerneinheiten gruppieren und daraus entstehen die Abschnitte. Wenn wir das brauchen, klicken wir das auch an. Wenn nicht, in unserem Fall nicht, dann klicken wir das nicht an. Und okay. Ja, create. Und was klicken wir dann weiter an? Richtig, aha. Unit, ja, das ist also neuer also Arbeitsblatt oder egal was es sein kann, so unser Lehrmaterial. Wieder. Okay, es geht hier schon um eine Aufgabe, ja? Das war das. Noch nicht. Okay. Noch nicht. Also zu den Aufgaben kommen ein bisschen später ran. Also okay. Oktoberfest, das kann ein großes Thema sein. Und zu dem Thema kann es mehrere Abschnitte geben oder kann es mehrere Lektionen geben. Zum Beispiel heute sprechen wir über Kleidung, am Donnerstag sprechen wir über Essen und dann über das Ringen und so weiter. Und also New Unit einfach. Kleidung oder ich würde sagen Trachten. Also, Trachten oder also unser Arbeitsblatt ist heute über alles. Wie benennen wir das? Also Oktoberfest im Biersorten. Biersorten. Alles zusammen. Also, Blindschein. Okay, Biersorten daneben. Zum Beispiel Biersorten. Ja. Genießen wir wieder. Genießen wir. Das viele Sorten vom Bier. Okay. Das ist über Genuss, richtig. Und wir können hier auch also Cover auswählen. Das mache ich ganz schnell also mit. Aber bevor ihr weitermacht, wollte ich einfach laut nachdenken. Das heißt, ich kann alle Materialien vorbereiten. Bei mir steht es im Kopf, ich mache jetzt eine Sammlung von Materialien zum Thema Oktoberfest und ich mache das und das und das Unit, wie du gesagt hast, ja, über Nationalkleidung, über Biersorten und alles wird bei mir als PDF-Datei oder als Word-Datei vorbereitet und Bilder auch in einer Mappe. So mache ich das für meinen Unterricht. Ja, ich sammle zu einem Thema und dann nehmen wir von dort, weil so ausdenken, du oder Anastasia, jetzt kann das nicht. Und du hast es wahrscheinlich so auch überlegt, oder, Katja? Ja, genau. Ah. Also man muss das im Voraus natürlich vorbereitet haben, denn sonst nimmt das zu viel Zeit in Anspruch. Ja. Ja, richtig. Also man kann natürlich alles ausdenken, aber das nimmt Zeit. Also im Voraus suche ich alle Bilder, erstelle ich entweder, also mindestens muss ich einen Plan erstellen, mindestens. Also das ist ein Minimum. Aber für heute, für heutiges Training habe ich eine Word-Datei erstellt, damit das so schnell einfach geht. Aber ja, also man muss die Übungen irgendwo parat haben. Mhm. Das finde ich einfach bequem. Save. Und wir haben so Unit erstellt. Und jetzt sind die Aufgaben. Ist das Aufgabenbereich. In unserem Chatgespräch habe ich einen Link geschickt, aber ich denke, ich schicke es nochmal. Ja, muss man. Wir bekommen jetzt einen Link in Google Dokument, wo Katharina bereits alle Übungen gesammelt hat. Ja, klickt bitte auf das Dokument und so, ihr könnt, sehe ich die Teilnehmer, super schön, das heißt, alles funktioniert, mehr oder weniger, aber es funktioniert, das freut mich. So, das ist Arbeitsblatt zum Thema Oktoberfest und unser Ziel ist, die Aufgaben auf die Plattform zu übertragen, damit wir es nicht jedes Mal prüfen müssen, damit der Student das zu Hause machen kann und die Antworten automatisch bekommen kann und damit wir keine Zeit verlieren, seine Aufgaben zu prüfen. So. Aha. Und was muss Anastasia jetzt machen? So, Anastasia. Ich überlege mir mal. Aha, also. Sie ist selbst kreativ. Also ich gehe meinen Gedanken nach. Also. Genießen wir.
Jetzt genießen wir. Ja, also bitte zurück aus den Gedanken. Wir haben noch ein großes Programm. So, habe das Arbeitsblatt so erstellt, also ein paar Übungen vor dem Anschauen des Videos und dann das Video selbst und dann ein paar Aufgaben nach dem Video. Aber natürlich alles ist diskutierbar. Das Ziel und die Aufgabe von unserem Workshop ist die Aufgaben zu erstellen und nicht so die Aufgaben auszudenken. Also ich habe es in die Sache ein bisschen vereinfacht, sozusagen. Also vor dem Anschauen, Anastasia, kannst du bitte die Fragen zum Beispiel kopieren? Nur die Fragen, ja. Nur die Fragen, ja. Mhm. Und hier, also add an exercise, also wählen wir eine Übung. Es gibt hier, wie gesagt, wie am Anfang gesagt wurde, viele 25. Vorlagen. 25 Vorlagen. Und wir suchen jetzt. Man kann ein Bild hinzufügen, ein GIF, Video, Lückentexte, Teste, Schreiben mit Prüfung, Audio, also Hörverstehen, also wieder Lückentexte. Also ordnen Sie zu Bild und Beschreibung und dann Wortfolge und Wortstellung. Also ganz, ganz verschiedene Sachen. Und alles wird automatisch überprüft, außer zwei Sachen, außer zwei Formaten. Das sind der Aufsatz. Also die Maschine kann den Aufsatz leider oder Gott sei Dank noch nicht überprüfen. Mit künstlicher Intelligenz kann man das auch. Ja, Gott sei Dank ist die künstliche Intelligenz hierher noch nicht integriert. Mhm. Und die Voice-Übungen, also der Student kann einige, ja, das meine ich, genau, mhm. kann seine Antwort aufnehmen und der Lehrer hört das später im Nachhinein und überprüft. Also diese zwei Formate können automatisch nicht geprüft werden. Für andere Aufgaben ist die automatische Überprüfung vorgesehen. Das finde ich am besten eigentlich an dieser Plattform. Man kann auch andere Sachen integrieren, wie zum Beispiel Miro, Miroboard. Ich benutze das auch gerne. Und ja, man kann auch PDF-Dateien hier anhängen mit Google Disk WordWall, damit, also wenn wir zum Beispiel bei WordWall etwas integrieren, dann ist es auch viel leichter. Dann wissen wir, okay, in dieser Unit haben wir schon alle Spiele parat. Und das erleichtert ein bisschen den Prozess. Also ich muss nicht den Link aus meinem eigenen Dokument kopieren und dann ein neues Fenster öffnen. Das brauche ich nicht. Also die Sache ist viel, viel einfacher. Alles ist hier integriert und ich muss es nicht in meinem Kopf behalten. Oh, Katja, bitte das Spiel nicht vergessen. Nee. Alle Spiele sind schon hier und meine Aufgabe ist jetzt einfach nur, dem Studenten zu zeigen, was da es hier gibt. Anastasia hat die Frage. Genau. Ja. Soweit ich weiß, WordWall und Miro sind auch kostenpflichtig. Gehört der Preis dazu oder muss ich extra Miro bezahlen, muss ich extra WordWall bezahlen und dann kann ich einfach ja, einen Link aus diesen Apps hinzufügen? Also drei Plattformen sind miteinander leider nicht verbunden. Also man zahlt für jede Plattform alleine, ja. Also ich benutze Miro, aber ich benutze kostenlose Version und das reicht mir. Also ich brauche eigentlich nicht, obwohl ich mit vielen Studenten an Miro arbeite und bei WordWall. Ist kostenpflichtig, ich habe gearbeitet. Also es reicht nicht. Also man kostenlos darf man nur 5 Aufgaben erstellen und nur einmal. Man kann nicht eine Aufgabe löschen und dann noch einmal was machen. Also und ich habe das abonniert, aber aus Russland ist es im Moment unmöglich, WordWall zu bezahlen. Das ist extra Information. leider, aber es gibt einige Vermittler, die das organisieren können. Alles ja, oder Freunde. Freunde, ja, Kollegen. Ja. So, aber es war wichtig für mich. Danke für die Antwort. Ja, ja gerne. So, zurück zu unserem Arbeitsblatt. So, wir haben unsere Fragen kopiert vor dem Anschauen. Und was können wir hier machen? Wir können das zum Beispiel in Form eines Artikels hinzufügen. Zum Beispiel hier. So, machen wir so vor dem Schauen. Nee, mag ich, also mach die vor dem Video.
mag ich diese Formulierung besser. Anastasia. Mhm. Also wir haben hier drei Optionen. Wir können hier einen Artikel erstellen. Also ein Artikel, das ist so, als ob wir den Text erstellt haben und der Student arbeitet dann später mit diesem Text. Mhm. Dann Writing, also Schreiben. Das heißt, der Student muss was schreiben und Text, weiß ich nicht mehr. Vielleicht ist es nicht mehr so wichtig. Also bleiben wir beim Artikel. Mhm. Und Sie können hier die Fragen einfügen. Ja. Und Create oder was gibt es da? Ja, Fragen zum Text zum Beispiel, ja. Oder beantwortet die Fragen. Beantworten Sie die Fragen, ja. Mhm. Und ja. Ja, nicht. Funktioniert nicht mehr. Dann, warte kurz. Ich muss da. So. Hoppala. Wir sehen unsere Fragen. Natürlich, damit das schöner aussieht, können wir. Video, ja. Oder Pictures. Ja, aha. Also wir haben doch Video zum Thema ja. Oktoberfest. Ich wollte auch GIFs zeigen, also hier gibt es Pictures, also hier gibt es diese Bilder. Was Bilder angeht, so gibt es hier leider keine Google-Suche, also das muss man im Voraus irgendwo auf dem Computer speichern. Aber wenn wir eine GIF wählen möchten, da gibt es hier eine Möglichkeit, was zu finden. Und zwar, wie gesagt, gibt es hier viel mehr Möglichkeiten für englische Lehrer. Ja. Deshalb schreibe ich so mit K auf A. Aha. Ja, denn wenn ich das auf Deutsch schreibe, dann findet nicht so schnell. Genau. Eigentlich finde ich nichts. So gut wie nichts. Mhm. Ja. Ah. Naja, ein bisschen schon. Es gibt doch etwas. Weiß nicht, nehmen wir diese schöne Meinung. Und wir können auch hier im Aufgabenfeld einfach nichts schreiben. Manchmal ist es nicht so nötig. Und wir haben hier was vergessen zu schreiben. Einfach Oktoberfest. So. Die gehen dann auf die Nerven, diese Männer. Okay, können wir das ruhig wechseln? Nein. Das nee. Ist nur, ja, sie tanzen so endlos. Genau. So, Anastasia, dann gehen wir weiter. Zurück zu unserem Google Doc. Oh, es geht so ein bisschen wärmer. Aha. So, sehen Sie sich das Video an und wir müssen den Link kopieren. Nein. Doch. Doch? Ja, beides möglich. Ja, kopieren. Mhm. Okay, add a new exercise. Genau. Und jetzt und Video, hier. Ja. Video. Da steht Video-Link. Ja, richtig. Und was? Sehen Sie bitte das Video an. Zum Beispiel. Super. Additional Settings. Man kann die Übungen von den Studenten verstecken. Also wenn entweder eine Überraschung oder ich habe es erstellt, wenn ich nicht genau weiß, wann wir mit dem Unterricht fertig sind, also ob wir genug Zeit haben. Kann man verstecken, ja. Dann ist es eine Überraschung für den Studenten, das finde ich sehr gut. Und einfach Create oder erstellen. Etwas falsch mit dem Video. Warum rot? Link in. Aha, weil du kopieren geklickt hast. Man muss kopieren den Link, wahrscheinlich deswegen. Zurück bitte auf das Dokument gehen. Ich denke so. Ja. Mhm. Rechte Maus kopieren den Link, nicht kopieren. Ja.
Kopieren URL. Ja. Katja, und die Arbeitsanweisungen statt Englisch können dann auf Russisch sein, ja, für die Russen? Ja. Das ist viel praktischer, weil nicht alle können Englisch. Genau. Schon wieder, weißt du? Dann, Moment mal, das kann so sein. Vielleicht hat sich der Link im Prozess verändert. Also das ist eigentlich der Link und wir machen es so. Kopieren. Oh, aha. Oh, also wahrscheinlich hat sich der Link wirklich verändert. Das kann gut, dass es jetzt passiert ist, damit wir jetzt die Frage wissen, die Antwort wissen, was man macht. Noch eine Frage, passiert. Katja. Kann man die Materialien erstellen ohne Studenten? Zum Beispiel, ich bin als Lehrer Account, ich erstelle mein Lehrwerk und keine Studenten. Erst dann verkaufe ich das. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist gut. Das ist super praktisch. Und wie gesagt, man kann Arbeitsblatt erstellen und dann Bildschirm teilen. Und man muss dafür nicht zahlen. Ja. Das ist auch eine Option. Siehst du, nicht so viel Tricks. So ja, nicht so viel bequem, aber... Aber das ist eine Option, das ist eine Option. Das finde ich auch nicht schlecht. Aber man muss trotzdem so diesen Mindest, ich weiß nicht, Betrag zahlen. Nee. Ich meine, Nein, Anastasia. Du bist als Lehrer drin im Account, du erstellst deine Materialien und wenn du das verkaufen willst, wird die Entwicklergruppe, also die dort arbeiten, die kontrollieren das und wird dann erstellt und verkauft. Weil wie viel Prozent nimmt die Plattform für das Produkt, was ich erstellt habe? 10 oder 15? Weiß ich nicht. Aha, siehst du, das ist auch sehr wichtig, weil wenn du das für dein Lehrwerk, was du erstellt hast, 49 verlangst, dann nimmt Plattform 10 oder 15% oder mehr, manchmal 20, 30. Aber wenn wir dieselbes Lehrwerk an die Studenten oder an Marathongruppe verkaufen, ja, zum Beispiel unsere Gruppe 100 Leute und alle 2-3 Euro bezahlen, und dann kann man alles begleichen. Das ist kein Problem. Man muss nur überlegen, wie das man macht. Und das Produkt soll interessant sein. Ja. Okay, und ich bezahle nur in dem Fall, wenn ich das, wenn ich den Zugang meinen Studenten geben will. Ja. Genau. Okay, alles klar, danke. Ja. So, gehen wir dann weiter. Vielleicht möchte noch jemand das probieren. Ich kann. Ich kann jemandem die Rechte abgeben und jemand kann wieder probieren. Das vielleicht Jana oder wer? Nein, ich glaube, bei mir klappt es nicht. Ich bin nicht am Computer. Alles klar. Alles klar, kein Problem. Katja, zeige dann bitte nächste Aufgaben. Wie kann man das machen? Sehr gerne. So, hier gab es noch ein paar Fragen zu dem Video. Das kann ich auch eigentlich hier dazu schreiben. Sehen Sie sich das Video an und zum Beispiel Nummer 1, Nummer 2. Ja, also hier sehen wir jetzt diese zwei Fragen. Nach dem Anschauen gibt es auch ein paar Fragen. Und das haben wir schon gemacht. Das machen wir hier, so nach dem Anschauen. Es gibt auch verschiedene Formate, so die Buchstaben zum Beispiel. Es kann fett sein, es kann kursiv sein, unterstrichen oder so mit verschiedenen Farben. So zum Beispiel. Schauen Sie das nicht, aber es ist interessant, finde ich. Und die Reihe ist auch bewahrt. Ich meine, in der Reihe wir das ergänzen, die Übungen ergänzen. In dieser Reihe sehen das unsere Studenten dann. Ja, sie sehen genauso, wie es ist, außer den Situationen, wenn wir die Übung verstecken. Ja. Also da gab es diese Taste, die Übung verstecken. So, und da ist ein Lückentext, also ergänzen Sie. Hier ist ein kleiner Text.
Und ich möchte, dass der Student die fettgedruckten Wörter selber ergänzt. Und wie mache ich das hier? Zum Beispiel. Wir suchen Lückentext, ja. Wir suchen Lückentext, also es gibt verschiedene Optionen. Also ich nehme dann die. Wenn wir hier auf das Fragezeichen anklicken, dann sehen wir die Beschreibung, wie oder was man machen muss, um die Übung zu machen. Also ich meine diese technischen Sachen. Und es gibt hier wirklich, also in diesem Format, in diesem Typ der Übung gibt es viele Untertypen sozusagen. Man kann wählen, man kann zwei richtige Optionen auswählen, man kann keine Variante haben, also das heißt, der Student muss selber ausdenken, was er da schreibt. Also ist, man kann variieren sozusagen. Ich gehe davon aus, dass der Student die Wörter da vorne hat und da ergänzt er den Text mit diesen Wörtern. Was machen wir? Also wir kopieren. Wir möchten das Wort kopieren und dann diese quadratischen Klammern. Und dann werden sie als Lücke erscheinen. Genau, richtig. So, hier. Ich mache es ganz so schnell. Zum Beispiel. Und dann eigentlich das war nicht der Fall, aber der Student kann selber diese Wörter hier schreiben. Ja, aber es gibt auch Formate, wenn man diese Wörter da vorne hat und dann so zieht man die Wörter. Ja. Das ist hier auch möglich. Wenn wir möchten, dann warten Sie. Ich kopiere dann mit diesen Klammern, damit es dann schneller geht. Ah, fill the gaps. Das ist das. Und? Du möchtest, dass die Wörter da oben erscheinen. Ja, das möchte ich. Aha. Wird kreiert vielleicht. Ja, wird kreiert. Was machen wir jetzt? Ich meine, die zweite Version. Ich möchte das, also hier muss der Student selber verstehen, was da er schreiben muss. Und ich möchte es so kreieren, dass der Student die Wörter vorne stehen. Und dann zieht er die Wörter in die Lücken. Also ein bisschen leichtere Version. Das ist genauso wie in Word wohl, aber. Das braucht ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich. Das entsteht etwas später, aber das entsteht. So, vielleicht dann gehen wir weiter. Wer möchte den Test erstellen? Alle sind schon müde. Anastasia, vielleicht Sie? Ja, bitte. Kein Problem. Bitte. Also, soll ich wieder kopieren? Einfach, ja? Ja. Alles. Ich würde sagen, nee. Erstmal nur eine Frage, die erste Frage. Okay. Mit Antwort oder ohne? Wir können es uns merken, also ohne Antwort. Okay. Ja, geschafft. Und jetzt also einfach Test. Test. Aha, Question. Und hier soll ich. Ja, ich habe verstanden. Zum Beispiel so. Ja, das mache ich immer so im Feld von der Aufgabe als einfügen und dann später in andere Felder weiter einfügen. Und die richtige Antwort mit Häkchen klicken, ja. B, ja, war das. Ja. Aha. Ah ja, Enter sie.
Okay, hier antworten Sie, ja, einfach. Ja, oder wählen Sie die richtige Antwort, je nachdem. Wählen Sie. Okay, wählen Sie. Ich denke, doch klar. Ah ja, es funktioniert, ich denke, noch nicht bei mir. Es lädt. Ja. Noch die letzte. Aber es ist schon klar. Das ist schon klar. Also dann schließe ich das Fenster hin und ja, vielleicht ja nur. Das mache ich einfach so. Und wir als Teilnehmer, jetzt können wir den Link eben erstellten Unit bekommen. Nein, oder? Mhm. Weil wir nicht zu der Plattform gehören. Ja. Nee, wir können nur jetzt, was wir erstellt haben, wenn wir als Schüler wären, das sehen und mitmachen, mit Bildschirm teilen, ja. Mhm. Aber Link bekommen dürfen nur die, die angemeldet sind und für die Lehrer bezahlt hat. Genau. Richtig? Also ja. Dann beginne ich hier den Unterricht und dann stelle ich den Studenten oder die Gruppe und da beginnt der Unterricht. Noch eine Frage. Du hast gesagt, wir geben den Link. Das heißt, der Student sieht oder arbeitet mit den Materialien. Aber eigentlich, der Unterricht passiert in Zoom. Plattform hat eigene, wenn ich mich richtig entsinne, sie haben noch keine eigene Videokonferenz entwickelt. Doch. Richtig? Doch, ja? Sie haben das nicht entwickelt, aber wenn wir... Integriert, ja. Sie haben es integriert und das machen sie in Beta-Version, in Test-Version. Mhm. Das heißt, das funktioniert noch nicht so. Teilweise. Noch nicht so gut, ja. Also deswegen ist nicht stabil, also momentan würde ich das nicht empfehlen. Genauso wie v Znanie, das war auch so ein Versuch und bei den russischen Plattformen und wie gesagt... Funktioniert sehr gut Zoom mit diesem Inhalt. Okay. Gibt es Fragen, liebe Kolleginnen? Also, was wir jetzt sehen, wir können das auch probieren und eigentlich ohne Studenten einfach erstellen etwas zu dem Thema. Was meint ihr? Kann man das probieren? Galin, was denkst du? Ja, ich habe eine Frage. Zum Beispiel, wenn ich ja was erstelle, ja, viele Materialien, so wie wir das gemacht haben, dann, ich möchte eigentlich das nicht verkaufen, zum Beispiel, ja. Dann bekommt ja diese Adviber kein Geld von mir, ja, wenn ich überhaupt nichts verkaufe, ja, dann kann ich auch weiter etwas erstellen zu einem anderen Thema und so weiter und so fort, ja, das... Ist das klar, was ich gefragt habe? Ja. Wenn ich nicht verkaufe, sondern nur erstelle, ja, und mache ich das. Ja. Und teilst du deinen Bildschirm mit den anderen Schülern? Mhm. Genau, ja. Per Zoom ist alles möglich, ja? Ja, das kann man. Aber es gibt ein kleines Problemchen. Wenn ich den Bildschirm teile, also stellen wir uns vor, wir sind jetzt im Unterricht, Sie sind die Studenten, ich bin die Lehrerin und ich teile den Bildschirm. Also Sie sehen hier die richtige Antwort. Ah, stimmt. Sie sehen hier, also das ist grün. Also bei dieser Übung zum Beispiel funktioniert es gut. Oh, ja, aber... Ja. Ah, wir können sehen, ja. Mündlich zum Beispiel kann man diese Übung gut machen. Mündlich machen, also ohne bitte mit der Maus hier was anklicken, also Maus irgendwo da beiseite. Mündlich kann man das machen. Das ist auch bequem. Aber B ist hier so grün. Ja. Stimmt, das ist Account vom Lehrer. So, deshalb sage ich, super bequem ist es nicht. Das ist eine Option, aber man muss das immer im Kopf behalten. Okay, einige Formate der Übungen passen hierzu nicht. Leider. Stimmt. Leider, es ist so. Verstehe ich richtig? Also wenn wir etwas erstellen, dann kann eigentlich diese Plattform, ohne uns zu fragen, ja, unsere Produkte weiter zu verkaufen. Nein, nur ohne zu fragen nicht. Nein. Okay, also ich musste irgendwo klicken, ja, oder markieren, dass ich einverstanden bin.
wenn du etwas verkaufen willst, musst du das dein Angebot machen an die Entwickler. Und sie werden dir sagen, wenn wir verkaufen werden, automatisch wird von dem Preis 20 oder wie viel Prozenten weggehen. Und das musst du integrieren in den Preis. Dein Produkt kostet 40, du willst 20 bekommen oder wie viel? Okay, ich habe verstanden. Mhm. Ich habe zuerst gedacht, egal was ich herstelle, wird das verkauft, sozusagen. Wenn ich nein. Das wollte nein. Ich. Okay. Mhm. Noch eine Frage. Tatjana. Mhm. Also, wie ich verstanden habe, es hängt von meinem Zahlungsplan, ob ich 2 Schüler kostenlos hinzufügen kann, ja, zum Beispiel. Mhm. Ich habe nicht gesehen, ob es mehr möglich ist. Ja. Bis 50 Studenten. Okay. Wenn man mehr als 50 Studenten hat, da gibt es auch eine Option hier. Also wir haben hier Account von einem privaten Lehrer sozusagen, aber es gibt auch eine Option, für die Schulen, einen Account für die Schule zu erstellen. Mhm. Das heißt, so die Schule hat mehrere Lehrer und jeder Lehrer hat seinen Zugang, hat seinen Ordner, wo er alle Materialien, alle Lehrstoffe speichern kann und erstellen kann und so weiter. Da gibt es auch coole Identik, also man kann Logo hier hinzufügen und alles mit Farben, mit Firmenfarben und diesen Sachen. Aber das kostet pro Monat, im vorigen Jahr, wenn ich mich nicht irre, war das ungefähr 7.500 pro Monat, ja. Das war pro Monat. Das ist sehr viel. Mhm. Ja. Eine Frage. Und wozu soll ich meinen Bildschirm freigeben, wenn meine Kinder das kostenlos haben? Kann ich einfach einen Link schicken und sie können dann ihren Bildschirm freigeben? Aha. Tatjana, zwei Schüler können kostenlos sein. Richtig. Und wenn du 2 Schüler hast, du hast bezahlt 6 Dollar pro Monat. Ja, die Schüler können auch Plattform zeigen oder Bildschirm. Richtig, mit 2. Tanja, nur mit 2. Nur 2. Ja. Vielleicht gibt Du bezahlst sowieso für diese Studenten. Richtig, Lehrer bezahlt. Lehrer bezahlt. Dort steht ein Zahlungsplan und steht 2 Schüler. Richtig. Ja, mehr habe ich nicht gesehen. Vielleicht 10. Habe ich 10 Schüler. Doch, zeige bitte, Katja. Man kann das einfach klicken auf Plus und. Genau. Also 2. Ja, verstanden. Siehst du? Und pro Monat, warte mal, wenn wir zum Beispiel Marathon haben mit 20 Personen, klicke bitte 20 Personen. Nee, Marathon ist eine andere Sache. Aha, zeige bitte. Ja, mache ich. Also das School-Account not activated. Also man muss oder man kann dieses Account nur mit technischer Unterstützung Support aktivieren. Ja, machen. Mhm. Also, so automatisch geht es nicht. Also ich kann es nicht machen, das kann ich nicht zeigen. Also das sind die Marathonsformate. Ja. Als Online-Kurs mit den Hier zahlt man pro Studenten ungefähr 170 Rubel und unbegrenzte Zahl. Oh, unbegrenzte 2 Euro. Zeit. Mhm. Also 2 Euro pro Person. Mhm. Pro Person und unbegrenzte Zeit. Das heißt, also man verkauft, also die Zeit ist nicht wichtig, die Frist ist nicht wichtig, aber die Anzahl der Studenten spielt die Rolle. Ja. So, was kann ich? Nee, hier kann man das nicht sehen. Aber du hast das schon einmal Marathon gemacht und einen Kurs mit Hilfe von Advibe, oder? Mhm, ja. Und hat alles gut oder ist alles gut gelaufen? Ja, alles ist gut gelaufen. Also das hat mir gut gefallen. Das heißt, das hat den Studenten gut gefallen. Also das war eigentlich das. Also das war ein Arbeitsbuch für A2B1. Kannst du bitte ganz kurz diesen Unterschied erklären? Also ich meine, was meinst du unter Marathon? Ja, danke für die Frage, richtig. Also bei Marathon finde ich, also ich zeige es lieber, denke ich, Edith. Also als Marathon, für Marathon also soll ich extra bezahlen, ja?
Ja, also für Marathon muss man extra bezahlen, also für Studenten, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, also wenn wir ein Lehrbuch erstellen, also einen normalen Unterricht, sag ich so, dann kann der Student alle Themen gleich sehen. Und bei Marathon öffnet sich jedes Thema nach dem vergangenen Thema sozusagen. Mhm. Ja, also der Student macht das erste Thema fertig, dann bekommt er das zweite Thema fertig. Oder er kann das Thema öffnen alle 3 Tage. Das mache ich so ein Häkchen, also bitte alle 3 Tage das neue Thema aufzeigen. Das heißt, am Montag, Mittwoch und Freitag bekommt der Student ein neues Thema. Also das ist wie ein Marathon eigentlich. Also es gibt viele moderne Formate und Marathon gehört auch dazu. Ist ziemlich lustig, effektiv. Also man hat diese Motivation, auch hey, okay, ich möchte wieder ein neues Thema, ich möchte wieder das, und das funktioniert ziemlich gut, würde ich sagen. Mhm. Also das hat mir gefallen, das hat den Studenten gut gefallen, und ein anderes Format, ja? Ja, das ist einfach ein anderes Format. Und Katja, gib mir bitte die Rechte, Sekunde, gib mir bitte die Rechte. Ja, ich möchte jetzt Video, Sekunde. Genau. Ja. Schließen. Mhm. Beantragende. Siehst du, du bist das, nein, Host bitte geben. Okay, nein, Nadia Blust, und du musst das Host zurückgeben, weil ich möchte jetzt das Video stoppen. Stoppen. Bitte beantragen Sie, okay. Und eigene Videokonferenz gibt es hier nicht. Eigene. Nein, Tanja, nein. Okay, Katja, klicke bitte auf Aufnahme stoppen. Du bist der Host. Ja. Unten oder oben bei dir.